Hallo meine kampferprobte Community und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Command & Conquer Alarmstufe Rot hier in der Remastered Edition. Meine Lieben, wir befinden uns hier schon im Mission Pack 2, das ist die Allianzseite. Wir sind hier immer noch in der ersten Operation des Vergeltungsschlages gefangen und zwar ist das die Italien, ein sicherer Hafen. Unser Staff Force hat uns gebeten, hier einen sowjetischen Hafen wieder einzunehmen, der halt von den Sowjets überrannt worden ist. Achtung, hier unten die Dörfler, die sind hier so ein ganz kleines bisschen Alarmbereitschaft versetzt und zwar sobald die hier mitkriegen, dass wir hier, ich sag mal, das Dorf mittelfristig oder kurzfristig angreifen, dann rücken die halt hier hoch. Ich denke mal, hier oben wird noch eine große befestigte Basis von den Sowjets sein und die werden dann alles drauf und dran setzen, uns hier irgendwie zu zerstören oder uns hier zu schaden. Wir machen es jetzt so, wir haben jetzt hier auf der Seite haben wir noch jede Menge Rack Zeros stehen. Das ist auch ganz, ganz wichtig, weil die Mix kommen hier rein, es kommen hier sehr viele Bomber rein und so weiter und so fort. Kohle hätten wir erstmal genug. Wird gebaut. Ach und übrigens, wenn ihr mir schon ein Dislike hinterlasst, dann sagt doch bitte, was ich alles an der Folge falsch gemacht habe, denn so kann ich mich auch ein kleines bisschen weiterentwickeln und so kann ich auch auf die Bedürfnisse von euch eingehen. Na, vielen, vielen Dank. Einheit erstmal. Bereit. Ganz, ganz herzlichen Dank. So. Wird gebaut. Einheit bereit. Ja, Sir. Wird gebaut. Schaut mal, hier kommen Truppen rein. Einheit bereit. Oh, das werden nicht viele sein. Wird gebaut. Oh, das war jetzt ganz viel Kohle in ganz kurzer Zeit zerstört. Einheit einfach nur bereit. Weggemacht und guck mal, hier oben ist es schon soweit. Wird gebaut. In Ordnung. Bestätigt. Einheit bereit. Bestätigt. Wird gebaut. Bestätigt. Einheit verloren. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. Wir haben erstmal ein bisschen Remi Demix holen, gerade bei den Kraftwerken. Einheit verloren. So, mehr Kraftwerke zerstören. Einheit verloren. Einheit verloren. Sehr schön. Einheit verloren. Bestätigt. Oh, schaut mal, wie viel hier Tesla-Spiel steht. Unglaublich. Stützpunkt wird angegriffen. Einheit verloren. Wird gebaut. Einheit verloren. Bestätigt. Einheit bereit. Bestätigt. Wird gebaut. Ja, wie gesagt, hier kurz einen Tank Rush rein und dann gehört die Basis eigentlich so der Vergangenheit an. Staff Force hat uns ja nicht beauftragt, hier irgendwas zu erobern, sondern der hat lediglich gesagt, bitte mach hier die Basis und bitte mach die Basis dem Erdboden gleich. Also machen wir das mal. Hier unten haben wir noch jede Menge Einheiten am Start. Die schicken wir jetzt mal hier hoch. Und dann machen wir ja den berühmten Zangangriff. So, dann war es das eben ja schon. So, hier geht's dann. Okay, hier geht's weiter. Einheit wird gebaut. Einheit. Ja, guck doch mal an, was hier los ist. Und hier unten muss dann irgendwann, ich wollte gerade sagen, hier muss dann irgendwann der Hafen kommen. Schön reine Zankformation. Schön erstmal alles umfahren hier. Richtig geil. Zack, zack, zack. Dann werden wir hier die Kraftwerke zerstören auf der Seite. Wird gebaut. Hier genau dasselbe. Na, erst die Raffinerie klar machen, dann würde ich sagen, nochmal über die Cyborgs rüberfahren, dann schnell hier die Radarstation klar gemacht. Und da brauchen wir auch nichts irgendwie übernehmen oder so, das bringt absolut nichts, sondern ich würde sagen, einfach die schiere Masse siegt hier zum Schluss. Wir werden hier alles kaputt machen, komplett. Wird gebaut. Hier oben haben wir sogar den Bauhof noch stehen lassen. Ja gut, das kann man jetzt machen. Gebaut.
So, das war's eigentlich. Hier unten nur noch das U-Boot-Dock. Und dann hätten wir es, glaube ich, geschafft. Einfach den Bauhof noch geschlossen an und dann denke ich mal, soll wir das hier haben. Es sei denn, dass sind noch einige U-Boote auf uns warten. Hier, schaut mal. Hier zum Beispiel wartet noch ein U-Boot auf uns. Einsatz erfolgreich. Nein, wir haben es geschafft. Geil. Okay, sehr schön. Also der Zangangriff hat nicht so ganz funktioniert. Das war's, meine Lieben. Und damit haben wir es erwischt. Die erste Mission hier des Verkettungsschlages auf der Allianzseite ist somit geschafft. Ein bisschen Kohle haben wir zum Schluss noch. Schaut mal, also sowjetische Verluste 242 zu 48. Hätten wir noch ein bisschen optimieren können, gerade am Anfang. Aber das ist egal, dadurch, dass wir hier die Mission wieder mal seit langem mal wieder gespielt haben, ist das, schätze ich mal, doch alles gut. Wir gehen weiter. Zweite Mission. Bin mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Die Lage ist ernst. Die Serbians haben eine kleine Forschungsbasis im Norden eingenommen. Während des Konflikts wurde eine Chronosphäre schwer beschädigt. Wir befürchten, sie könnte explodieren. In der Basis befindet sich eine Gruppe von Wissenschaftlern, die während der Übernahme gefangen genommen wurden. Sie müssen gerettet werden, bevor die Chronosphäre explodiert. Bahnen Sie sich Ihren Weg in die Basis und evakuieren Sie sie bitte. Doch seien Sie vorsichtig, es gibt nur einen Weg zur und aus der Basis. Eine einzige Brücke. Sie muss geschützt werden, damit die Evakuierung erfolgreich durchgeführt werden kann. Verstärkungen, ich bin gespannt. Sind eingetroffen. Anderthalb Stunde Zeit, guck Zeit mal. Läuft. Und das würde ich gerne mal wieder so machen. Das werden wir dann mal wieder so als Versuchsmission machen. Das heißt, das machen wir hier mal Uncut. Dann fahren wir hier einfach mal durch, gucken wir mal, wie weit wir kommen. Und sollte die Mission hier wieder scheitern, dann lernen wir da auch nur daraus. Und dann machen wir es beim nächsten Mal ganz einfach besser, oder? So, hier haben wir einen kleinen Kamm. Die Verstärkungen Straße, sind okay, die Straße geht hier nochmal weiter. Geil. Bestätigt. Das ist ein... Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. Rüberfahren. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. Das ist wieder so... Bestätigt. In Ordnung. Okay, die haben sich zusammengetan. Schaut mal. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Okay, das ist echt fies. Die haben sich wirklich zusammengetan hier. Es gibt nur eine Brücke. Es gibt nur eine Brücke und eins und so weiter. Oh, ist das fies gewesen gerade. Schaut mal. In Ordnung. Die Fall 2 hat richtig gut gezielt. Muss man sagen, Chapeau. Bestätigt. In Ordnung. Okay, es geht hier mal nicht weiter. Alles klar. Bestätigt. Da müssen wir erstmal um den Kamm rumfahren. Bestätigt. Hier kommen wir schon mal nördliche Richtung. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, was da auf uns zukommt gleich. Wir brauchen auf jeden Fall die Schwergeschützpanzer hier hinten. Die sollten gleich mal mitfahren. In Ordnung. Bestätigt. Ja. Bestätigt. Verstärkungen sind eingetroffen. Irgendwas kommt gleich. Einheit verloren. Okay, das war richtig fies jetzt. Bestätigt. Einheit verloren. Bestätigt. In Ordnung. Marineeinheit verloren. Ja, Sir. Bestätigt. Oh, schaut mal, das ist so ein Bomben-LKW. Den müssen wir auf jeden Fall beschützen, weil wenn der bei uns explodiert, ist hier richtig Remi-Demi in der Bude. Okay. Jetzt würde mich nochmal interessieren, wo ist denn hier die gegnerische Basis? Also so wie es aussieht, waren wir jetzt gar nicht mal so schlecht unterwegs. Wir haben halt herber Verlust. Oh Gott. Einheit verloren. Und ich sag's gerade, wir haben eine herbe Verlust erlitten, das ist tatsächlich so, ne? Sofort. In Ordnung. Oh, von hinten kommen Flammenwerfer, schaut mal. Hier Einsatzfahrzeug. Erwarte Ihre Befehle. Ist richtig fies, ne? Also von vorne rückt dann den Mammut an und von hinten müssen wir dann warten, bis hier diese Gefolgschaft reingekommen ist. Von, ich glaube, das sind sogar Elektroschockeinheiten. Die sind deutlich stärker. So eine Elektroschockeinheit, ein paar Flammenwerfer sind dabei. Und hier ganz normale Cyborg-Soldaten. Schaut mal die unterschiedlichen Geschwindigkeiten von den drei Infanterie-Gattungen. Ne? Also ist schon, macht sich schon bemerkbar. Ich erwarte Ihre Befehle. Sehr gern.
Ich stelle mir gleich mal hier an vorderster Front hin. Die dürfen nämlich gleich ballern. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. So, jetzt bin ich mal gespannt, wen der Elektrotyp auf dem Gewissen hat. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. In Ordnung. Einheit verloren. Bestätigt. Ja, leider niemand überlebt von unseren Infanteristen. Bestätigt. War auch irgendwo klar. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. So, hier kommt schon mal Masse zum Abbauen. Ich glaube aber kaum, dass wir hier noch ein Baufahrzeug gestellt kriegen. Also ich weiß es zumindest nicht, wie das in der Mission ist. Oh Mann. Zwei Mammuts hier an der Front, schaut mal. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir gegen zwei Mammuts irgendwie gewinnen. Das hier ist höchstwahrscheinlich die Brücke, die um jeden Preis beschützt werden muss, nehme ich mal an. Gibt es hier vielleicht noch irgendwie ein Heal oder sowas? Normalerweise war es so, wenn man hier die Kirche zerstört hat, war immer mal noch ein Heal mit drin. Ja! Geil, super. Na, hier ist die, wahrscheinlich ist hier die Brücke. Verstärkungen sind eingetroffen. Ja, Sir, in Ordnung. Okay, das hier sind schon die Chronopanzer. Richtig geil. Retten Sie die Wissenschaftler, sorgen Sie dafür. Ja, alles gut. Hier unten kommt noch so ein Bomben-LKW, schaut mal. Ja, Sir. Bestätigt. Okay, du musst hier hoch. Melde mich, wie befohlen. Und den müssen wir hier irgendwie schauen. Okay, hier kommen sogar zwei LKWs. Entweder sind das so Bomben-LKWs, die wir ausschalten müssen jetzt. Hier gibt es noch ein paar Spione am Start und so weiter und so fort. Melde mich wie befohlen. Schaut euch das mal an. Hier Einsatzfahrzeug. In Ordnung. Bestätigt. Melde mich wie befohlen. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. Nee, das sind ein. Wow. Bestätigt. Unser atomarbestückter LKW. In Ordnung. In Flammen aufgegangen. Schade. Okay, so ist es halt. Das hier sind die neuen Mechaniker. Schaut mal. Schon gut. Die können Einheiten im Feld reparieren. Schaut euch das mal bitte an. Und jetzt würde ich mal sagen, gehen wir mit dem Spion mal ein bisschen vorne weg. So weit ist die Karte gar nicht mehr. Also wir haben hier schon mal den kompletten unteren Bereich haben wir schon mal aufgedeckt. Jetzt würde ich mal sagen, wir sind hier so weit. Hauen dann einfach mal einen Speicherer rein. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir hier so weit kommen. Ja, wir haben einige Verluste, ist alles cool. Sind auch hier an der Brücke dran. Wie gesagt, ich denke nicht, dass wir hier nochmal ein Baufahrzeug zur Verfügung gestellt bekommen. Auch wenn wir hier 4000 Budget zur Verfügung haben. Ich meine, ich würde es ja feiern. Für Königin und Vaterland. Oh, in der Tat. Verstärkungen sind eingetroffen. Oha, Verstärkungen sind eingetroffen. Ah, Mist. Komm, schieß hier drauf. Nein! Oh, das ist nicht dein Ernst. Darauf habe ich eigentlich abgezielt, ne? Das war eigentlich so ein bisschen mein Ziel. Bestätigt. Bestätigt. Achtung, die Panzer kommen. In Ordnung. Sofort. Sehr gern, natürlich. Sehr gern. Sehr gern. Greifen wieder an. In Ordnung. Okay, die Tesla-Spule ist ausgeschaltet. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. In Ordnung. Also die Chronopanzer, ne, die machen in schon. Ordnung. Also die sind ja schon richtig krass. Bestätigt. Ich werde jetzt mal die an die Seite stellen. Kommander. Oh nein, keine Zeit zum an die Seite stellen. Wir müssen hier gleich angreifen. Den Doppelkanonenpanzer müssen wir ausschalten. In Ordnung. So, dann bitte sammelt euch mal hier, seid so gut. Unterwegs. Das ist so geil, dass man die Karte so weit rauszoomen kann. Das hätte ich mir damals hätte ich mir das gewünscht. Wirklich, also. Für Königin und Vaterland. Boah, das hätte ich gefallen. Unterwegs. Ja, Sir, jawohl. Vor allen Dingen hätten wir hier noch. Wir haben ja noch Ingenieure am Start. Kommen wir hier durch? Wird bearbeitet. Moment bitte. Melde mich, wer befohlen. Bitte, Kommandant. Bin bereits unterwegs. Na mal, kommen wir jetzt, könnten wir jetzt hier durchlaufen mit unseren Spionen.
Interessiert mich mal. Nochmal, Entschuldigung. Oder mit dem Einspion. Weil so wie es aussieht, kommt dann hier oben dann die gegnerische Basis. Und vielleicht haben wir hier irgendwie Glück, dass wir hier mit unseren, Ingenieuren irgendwie, irgendwie noch hochkommen können. Ich glaub's nicht, aber schauen wir mal. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. Bitte, Commander. Nee, bringt leider nichts. Schade. Ich hätte es gefeiert, aber gut, so ist es so. Für Königin und Vaterland. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob wir jetzt schon hier oben gegnerische Einheiten getriggert hätten, weil wir hier oben gerade hier an dem Kamm gerade so ein bisschen lang fahren. Bestätigt. In Ordnung. Nein, bestätigt. Bleib doch bitte da. Ach, ihr macht mich wahnsinnig. Diese KI, die macht mich alle. Ich wollte doch eigentlich nur, dass bestätigt. Die Einheiten so weit wie möglich bei dem Techniker anhalten. Dann schicken wir den Spion vorweg und dann gucken wir mal hier oben, gucken wir uns mal jetzt die Szenerie an. Hier unten wäre noch eine Kirche gewesen. Also da hätten wir auch noch ein bisschen hier abgreifen können. Gut, so ist es. Bin bereits unterwegs. Bin gespannt. Verstärkungen sind eingetroffen. Ja, Sir. Nein, die haben unseren Spion überfahren. Ey, ist es denn normal? Ach, ist es denn nicht schön, hä? Wir haben echt unseren Spion überfahren. Freunde. Also die Chrono-Panzer als Artillerie. Einheit verloren. Verstärkungen sind eingetroffen. Okay, es kommen wieder Verstärkungen. Mich würde bloß mal interessieren, wo. Bestätigt. Ach, guckt mal hin. In Ordnung. Alles klar. Das könnten wir ja zum Beispiel mal einnehmen. Erwarte Ihre Befehle. Einheit verloren. Einheit verloren. Ja, Sir. Einheit verloren. Achtung, das Gelände ist vermint. Oh, ist das fies, hä? In Ordnung, in Ordnung. Ja, bestätigt. Neue Bauplatz. So, jetzt müssen wir mal Folgendes überlegen. Also, das werden wir mal schnell durchreparieren. Achtung, hier kommt der nächste Panzer. Die können eh nichts machen. Rückzug. Du musst hier hoch. Ich würde mal sagen, wir werden das Kraftwerk noch einnehmen. Melde mich wie befohlen. Jawohl. Haben wir noch einen Ingenieur am Start? Nee, das war's, ja. Bestätigt, ja, Sir. Bestätigt, in Ordnung. Melde mich wie schade. Aber ich glaube, wir. Obwohl das geht. Dauert halt 10 Sekunden, aber ganz im Ernst. Ja, in Ordnung. Einheit bereit. Jawohl. Können wir hier irgendwie um den Kamm rumlaufen, sodass wir wieder zu unseren... Ja, können wir. Schaut mal, wir können wieder zu unseren eigenen Truppen. Ja, Sir. Bestätigt. Einheit verloren. Ist das fies? Bitte. Bestätigt. 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 Einheit. Achtung, es wird gleich wieder eine Tesla auftauchen. Wird gebaut. Hier oben an den Kamm, das ist doch wie prädestiniert dazu, oder? Nein, jetzt ist der Ingenieur da reingelaufen. Ist das geil. Jetzt können wir einen, ja, einen Hubschrauber könnten wir zum, ja, den könnten wir auch gebrauchen, klar. Geil. In Ordnung. In Ordnung. Unser Stützpunkt wird angegriffen. So, dann fahrt mal drüber. Hier unten kriegen wir bestimmt noch einen schönen Heal.
Suchen wir uns mal die Kirche, würde ich sagen. Ich hätte es wirklich nicht gedacht, meine Lieben, dass wir halt hier so weit kommen. Beim besten Willen, ne? Einheit bereit. Wird gebaut. Einheit verloren. Achtung, Doppelgeschützpanzer. Dann würde ich sagen, rein hier in die Kaserne und dann halt ein Gebäude nach dem anderen ausgeschaltet, ne? Weil so wie es aussieht, ist das hier die gegnerische Basis. Einheit wird gebaut. Bestätigt. Verstärkungen sind eingetroffen. Wollten Sie dafür, dass die Brücke bestehen bleibt? Ne? Ich bin mal gespannt. Hier oben klappen die sich aus, okay. Ja, Sir, in Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. So, und wo müssen die jetzt raus? Ja, Sir, melde mich wie befohlen. Boi, wie wir sind denn das hier bitte? In Ordnung. Sofort. Drücken Sie dafür, dass die Brücke bestehen bleibt. Ja, aber was? Moment. Einsatz gespeichert. In dieser Basis befindet sich eine Gruppe von Wissenschaftlern. Die Werte Übernahme. Ja, Sir, in Ordnung. In Ordnung. Sind das die da? Nee. Natürlich. Ich glaube, das sind die da, ne? Ja, Sir. Einsatz fehlgeschlagen. Okay, alles klar. Machen wir gleich nochmal. Wir laden nur einmal. Und dann bin ich mal gespannt, wo sind denn hier die Wissenschaftler beim besten Willen? Ach, die sind schon bei uns, schaut mal. Einheit verloren. Melde mich wie befohlen. In Ordnung. Höchst aufregend. Erwarte Ihre Befehle. Jetzt können wir aber auch nicht hier runter. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Sondern wir müssen jetzt hier irgendwie raus. Okay, das habe ich mir schon gedacht. Ach du Guter, was ist denn hier unser los? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Oh nein, alles klar. Gut, das habe ich mir schon gedacht. Okay, das ist ja Uncut, deshalb werden wir das ja auch nochmal schnell laden. Hätte ich nicht gedacht, dass hier so schnell, hier unten, die Einheiten reinkommen. Ja, Sir. Sofort. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Sofort. Ah, jetzt sind sie da. Okay, alles klar. Und wie es aussieht, müssen wir die hier über die Brücke hier unten geleiten. Ihr Einsatzfahrzeug. In Ordnung. Ihr Einsatzfahrzeug. Bestätigt. Einheit verloren. Ja. Einheit verloren. Ich weiß nicht. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Die müssen wir bis ganz raus müssen wir die begleiten. Schaut mal. Erwarte Ihre Befehle. In Ordnung. Einheit. Ja, wir werden die komplett ablenken. Mit allem drum und dran, mit allem, was wir haben. Dann hier. In Ordnung. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, Sir. Ja, Sir. Natürlich. Einheit verloren. Ja, Sir. Einheit verloren. Sehr gern. Schön, haben wir jetzt einen ausgeschalten. Einheit verloren. Und noch zwei Mammutpanzer ausgeschalten. Ja, okay, alles klar. Jetzt ist mir das ja durchaus bewusst. Guck mal, wie viele das hier sind. Ja, Sir. Wir müssen halt die
Wir müssen halt diese Leute. Diese Leute müssen wir halt hier unten direkt an den Ausgang. Direkt an den Ausgang der Basis befördern. Beziehungsweise zum Ausgang der Karte. Und dann hoffe ich mal, haben wir hier auch diese Mission abgeschlossen. Alter, das ist ein Ding. Unglaublich. Und guck mal, wie viel das halt Mammuts sind. Also da dagegen, also gegen die geweihte Firepower oder gegen diese geweihte Kraft hat man absolut keine Chance, ne? Und das sind halt noch 8 Stück. 2 konnten wir ausschalten. Hier wird immer mal wieder was nachproduziert. Wir hätten uns vielleicht mit Fokus auf die Waffenfabrik, hätten wir uns das hier vielleicht ein bisschen schenken können. Aber wie gesagt, das ist ja so eingetaktet hier, dass gleich, wenn wir hier oben die Wissenschaftler befreien, wow, dann ist es hier halt tatsächlich so. Dass wir hier ein richtiges Problem bekommen, ne? Ihr seht's. Einsatz ja, erfolgreich. Geil, super, wir haben es geschafft. Mega, absolut. Super geil. Ja, wie gesagt, die halbzerstörte Chronosphäre hat ihr Übriges getan. Was mich jetzt so ein bisschen irritiert hat, wo die Wissenschaftler drin waren. Ich glaube, wir haben einfach nur dieses sowjetische Hauptquartier oder dieses Hauptquartiergebäude zerstört. Und dann sind die Wissenschaftler automatisch bei uns also übergelaufen. Und deshalb haben wir das geschafft, innerhalb von kürzester Zeit auf den Ausgang der Karte zu laufen und die rauszuschicken. Ich sag mal, wir gehen jetzt noch rein, machen fortsetzen. Würde gerne die dritte Mission mit euch zumindest mal anteasern. Gucken wir mal. Was uns erwartet? An Kommandant A9. Verdeckte Operation Tanja. Oh. So, jetzt haben wir unseren Versuch, ihre Waffenforschung zu sabotieren, aufgedeckt. Tanja ist in Gefahr. Mission muss trotzdem abgeschlossen werden. Alle sowjetischen Forschungszentren müssen zerstört werden. Unterstützung gegebenenfalls verfügbar. Rechnen Sie mit Unterstützung durch die Bevölkerung. Schließen Sie die Mission ab. Und holen Sie Tanja da lebend raus. Das gucken wir uns auf jeden Fall nochmal an. Verstärkungen sind eingetroffen. Ja. Schaut mal bitte. Das ist ja so ein bisschen unsere kleine Einsatzarmada, wie es aussieht. Und hier ist Tanja. Und deshalb würde ich mal vorschlagen, mit die Kanonenboote setzen wir erstmal Tanja hier drüber. Und erkunden dann ein ganz kleines bisschen das Terrain. Aber meine Lieben, das erfahren wir alles in der nächsten Folge. Bisher ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge hier wieder dabei seid. Es macht so einen Spaß und leider ist es schon die dritte Folge des Vergeltungsschlags. Dann bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Euer Commander. Ciao, ciao.